Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute zu Masters of the Universe Origins und wieder Top-Deal des Tages. Und zwar Pantor, 11,50 €. Ein bisschen Erkältebisschen zeigen und hören kann man die Nase ist ein bisschen zu. Also für 11,50 € finde ich einen guten Preis. Hat damals 20 oder 25 € gekostet, bis rausgekommen ist Pantor. Pantor ist ja so gesehen Battle Cat in lila, statt roten hat man einen grünen Sattel. Und es ist eine Origins-Version, also besser als der Vintage. Vintage war ja, wie gesagt, bei Battle Cat auch eine Standfigur oder eine Plastikstatue mit Hohlraum drin, innen drin. Sehr leicht und die Figur ist schon besser. Ich habe einen Battle Arm aus Skeletor raufgepackt. Eine mega coole Figur. Ich finde die Figur so klasse irgendwie. Habe ich das Kind nie gehabt. Da kam in Deutschland damals nicht raus. Hinten drauf gewesen auf den Packen von den Figuren immer abgebildet gewesen. Nie rausgekommen auf den Karten. Und jetzt ist er rausgekommen in Deutschland. Finde ich super. Die Figur finde ich super, dass die Figur in Deutschland rausgekommen ist und nicht USA, US Only gewesen ist. Und die Figur ist toll. Was, glaube ich, anders als früher ist, der Schild ist bei gewesen. Bei der Figur kann man sehen, Schildbein. Und was ich auch toll finde, hat der alte, glaube ich, nicht gehabt. Also Battle Arm auch hier das nicht gehabt. Man kann das Schwert hinten reinstecken. Das finde ich genial an der Figur. Widerstab dabei. Und ein bisschen ungewohnter Widerstab, weil 2000X habe ich auch gesammelt, weil die Stäbe sind größer gewesen, der Stab ein bisschen detailgetreuer mit Silber und alles. Sehr schöne Figur. Ich tue mal kurz weglegen. Pantor. 11,50 € ist ein guter Preis. Der Shop hat mehrere Figuren im Angebot, da habe ich schon Videos drüber gemacht. Die haben He-Man, erste Auflage für, ich überlege gerade, 9,99 €. Ein Skeletor, erste Auflage, 8,99 €. Ein Skeletor Vintage-Kopf für 9,99 € im Battle Cat für, ui, überlege ich gerade. Ich glaube, das war 7,50 € oder keine Ahnung, 7,99 € ist ein billiger Preis gewesen. Aber Wind war ja da, also man da bestellt kann, viel bestellen und praktisch die ersten Wave der Figuren hat er komplett da, wie gesagt. Also schade, dass er nicht, der Händler nicht länger gesammelt hat, also gekauft, eingekauft hätte, hätte vielleicht auch irgendwie noch Figuren der zweiten, dritten, vierten, fünften Wave-Tage gehabt, aber so kann man sehen im Laden, der hat meistens nur Figuren der ersten Wave und spätere Wave auch Figuren drin, aber wie gesagt, erste Wave ist komplett da, würde ich mal sagen. Also von den normalen, günstigen Figuren, die man kaufen kann, halt He-Man und Skeletor sind selten, aber es geht um Pantor. Ich finde Pantor genial. Wie Battle Cat, man kann den Schwanz bewegen. Man kann das Maul auf und zu machen, den Kopf bewegen, 180-Grad-Drehung. Nicht 180-Grad-Drehung, sondern Winkel, so ein bisschen drehen kann man hier komplett. 180-Grad-Drehung, so kann man auch machen. Nee, das ist eingehakt, kann man nicht in den Kopf aber rumdrehen, wie so ein Zombie, geht nicht. Arme, beide sind beweglich, genau. Auch nach innen beweglich, nach da, auf beiden Seiten beweglich, beweglich, beweglich. Das noch wie früher. Die Figur müsste eigentlich theoretisch billiger sein für Mattel, also theoretisch jetzt, weil der hat ja keinen Helm dabei wie Battle Cat. Aber ich finde die schlimm, also die Figur ist echt schön. Ein guter Auge, gelbe Augen, richtig schön bedrohlich finde ich das. Eine sehr schöne Figur. Gefällt mir sehr gut, der Preis 11,50 € ist top dafür. Und ich finde Pantor ganz gut, kann man mehrere von haben, finde ich. Vor allem, habe ich ja schon mal gesagt, wenn man jetzt Mattel Creation eine Figur für 45,50 €, 45 bis 50 € kaufen, Cyclone, da könnte man zum Beispiel für das Geld, könnte man sich, weil ich gerade, sagen wir 11 €, 22, 33, 44, statt ein Cyclone können sich vier Pantors hinstellen. Finde ich cool, ehrlich gesagt, macht mehr hin als so ein Cyclone. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Vor allem, wenn man schon haben soll, kann man auch einen bestellen, für jetzt einmal Mock lassen, so in Erinnerung früher, schönes Bild drauf, Artprint drauf bei der Figur. Alles, aber das Reittier, sagt man dazu. Also sehr schön, würde ich sagen. Also gefällt mir ausgesprochen gut. Und ich kann ihn nur empfehlen, wenn ich haben sollte, sollte bestellen. Es gibt da zwei Versionen von, mit Fell und ohne Fell. Ich finde, das Fell kostet aktuell bei Zeireshop 19,90 €. Ein guter Preis. Ich habe damals dafür gezahlt, glaube ich, 50 gezahlt, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr, wo da rausgekommen ist, was ich ihn haben wollte. Weil ich dieses Set schön gefunden habe. Dieses Limit Edition, da drauf gestanden, Sammler-Edition oder Collector-Edition, fand ich schön. Dachte, der wäre so exklusiv gewesen, wird ein bisschen Preis steigen. Aber ist egal, wollte ich unbedingt haben. Den habe ich jetzt sparen können, aber kann man nicht ändern. Ist ein schönes Sammlerstück, finde ich, mit Fell, aber ohne Fell ist der auch gut. Ich hatte damals auch gedacht, damals bei den Classics, das erste Mal finde ich cool, dass er kein Fell hat irgendwie, hat doch ein bisschen mehr her, so ein bisschen Plastik so gesehen. So hat man, finde ich, gut bei Origins, dass man zwei Versionen zur Auswahl hat. Einmal mit Fell, einmal ohne Fell. Ich habe beide, finde beide ganz gut. Den mit Fell habe ich mocken lassen, weil er auch schön her sieht, finde ich. Und das stoppt nicht voll, das ist auch ein Vorteil. Wie gesagt, eine mega coole Figur. Sag ich mal, bis bald und ciao!